Unkraut? Kahle Stellen? Maulwurfschäden? Ihr alter Rasen muss zunächst entfernt werden. Tragen Sie den Altrasen mit einem Sodenschneider, der in Gartenfachgeschäften ausgeliehen werden kann, ab. Oder lösen Sie ihn mit dem Spaten. Mit dem Spaten oder einer Motorfräse, in vielen Baumärkten zu leihen, lockern Sie den Boden gründlich auf. Ebnen Sie den gelockerten Boden mit einem Rechen zu einer gleichmäßigen Oberfläche. Besonders wichtig, alle Steine und Wurzeln müssen raus. Mit einer Rasenwalze, auch zu leihen und durch Wasserfüllung schwer gemacht, verdichten Sie den Boden und machen diesen trittfest. So, nun muss nur noch der Starterdünger gleichmäßig verstreut und leicht befeuchtet werden. Danach lockern Sie die Oberfläche mit einer kleinen Harke oder dem Rechen wieder leicht auf, damit die Rasenwurzeln anwachsen können. Kleine Unebenheiten können Sie so wieder ausgleichen. Ab jetzt geht's fix. Beginnen Sie an einer Seite Ihres Gartens mit dem Auslegen der ersten Bahn und drücken Sie diese fest. Setzen Sie den Anfang der nächsten Bahn bündig ans untere Ende der ersten Bahn an. Die Enden aller Bahnen in den Reihen daneben sollten aber immer versetzt verlegt werden. Um Trittlöcher zu vermeiden, laufen oder knien Sie bitte nicht auf dem vorbereiteten Erdreich oder auf den bereits verlegten Rasenbahnen. Bitte verwenden Sie immer feste Bretter. Über den Rand hinauslaufende Bahnen schneiden Sie einfach mit einem Messer ab. Am Ende der Verlegung wird der Rasen vorsichtig angewalzt, um den Erdkontakt herzustellen. Keine Sorge, die Halme richten sich schnell wieder auf. Bitte wässern Sie den Rasen nun ausgiebig mit 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Achten Sie bitte auch in den folgenden 2 Wochen auf ausreichende Bewässerung, um das Anwachsen zu unterstützen.